Wir haben 120 Gäste hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Veranstaltung des jährlichen ARV-Anlass zum Thema Blickpunkt Baustoffrecycling Schweiz. Gibt es jetzt mehr Chancen oder doch mehr Grenzen bei der Wiederverwertung? Was müsste verbessert werden, was müsste verändert werden, damit mehr Recycling erreicht werden kann? Und wo liegt das Geheimnis von einem erfolgreichen Recycling? Wir starten gerade mit unserer Keynote-Speakerin. Herzlich willkommen, Barbara Lütti. Wahnsinn, oder? Diese Dimension. Wenn man das anschaut, wird eigentlich ja klar, warum eben genau auch das Management zum Beispiel von Bau- und Abbruchabfällen ein wahnsinnig wichtiges Thema in China ist. Und die Chinesen gehen das auch an. China hat viele Gesichter und es kommt einfach darauf an, welches wir sehen wollen. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rainer Bunge. Meine Frage lautet heute: Wie viel Recycling wollen wir uns leisten? Wohlgemerkt nicht können wir uns leisten, sondern wollen wir uns leisten. Recycling ist gut, das haben wir irgendwie so im Blut. Muss nicht unbedingt so sein. Es gibt durchaus Recyclingmaßnahmen, die mehr als fragwürdig sind, ökologisch gesehen. Zum Beispiel hier Schlacke, KVA-Schlacke, in Magerbeton zu verlochen, ist in der Schweiz verboten, ist auch ganz richtig so. Also zusammen 100% Recycling ist unbezahlbar teuer. Üblicherweise ist das Recycling ist ökologisch besser, braucht weniger Energie und so weiter, als wenn Sie Primärrohstoffe abbauen. Aber trotzdem, halten Sie im Hinterkopf, Recycling kommt auch ökologisch nicht gratis. Deswegen, 100% Recycling ist ökologisch unsinnig, völlig ungeachtet dessen, dass es gar nicht bezahlbar ist. Und deswegen sind wir gehalten, dieses Geld in möglichst sinnvoller Weise, sprich in effizienter Weise, einzusetzen. Bedeutet also, dort einzusetzen, wo ich am meisten ökologischen Nutzen stifte, für das wenigste Geld, das ich einsetze. Professor Dr. Sebastian Heselhaus, guten Tag. Praktisch neue Produkte raus herstellen können oder mit diesen Sekundärrohstoffen, gereinigten Rohstoffen, die dann wieder in den Wirtschaftskreislauf reinbringen können. Sozusagen ein Re-Entry. Und das Interessante daran ist, dass sie nicht in den Abfallmarkt gehen, der streng reglementiert ist, weil alles gefährlich ist, sondern sie gehen in einen neuen Markt, den Produktemarkt. Und diesen Re-Entry, das sollte ihnen das Recht ermöglichen, das sollten die Rechtsregeln eröffnen, dass sie da also eine freiheitsöffnende Funktion sehen, vom Recht, dass ein neuer Markt entstehen kann. In diesen umfassenden Konzepten, das wir vorhin schon gehört haben, dass man mehr Recycling möchte, dass man mehr sekundäre Rohstoffe gewinnen möchte, dann dreht sich das schlagartig um, das ganze Bild, weil sie dann plötzlich mit dieser Herstellung von Sekundärrohstoffen am Anfang der Verwertungskette stehen, am Anfang des neuen Kreislaufs. Tatsächlich ist das eine ganz interessante Situation. Jetzt kommt also der Bundesrat, löst die TVA ab, die alte technische Verordnung für Abfälle, und bringt die VVEA, hat aber den gesetzlichen Rahmen nicht geändert. Positiv kann man bewerten, dass der Zweck aufgenommen worden ist, ausdrücklich eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe für die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen zu fördern. Mit der VVEA ist gesagt worden, jetzt machen wir es ernst. Jetzt gucken wir uns das an, jetzt muss das genau überprüft werden. Sie werden feststellen, in wesentlich mehr Vorschriften steht jetzt drin, Stand der Technik. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr nur der Stand der Technik rein technisch bestimmt, ist das möglich, das ist ein Fakt, sondern es wird bewertet. Es muss auch wirtschaftlich für einen mittleren Betrieb tragbar sein. Und das ist ganz interessant, wirft nämlich große Schwierigkeiten für die Praxis auf. Alte Geschichte, Sie kennen das, und haben sich alle wahrscheinlich darüber geärgert, so werden Sie in diesem Bereich tätig sind, die Definition der Siedlungsabfälle. Das rechtliche Problem ist, wir haben den 30b USG, das ist das geltende Recht. Der Bundesrat kann für bestimmte Abfälle bestimmen, dass sie verwertet werden müssen. Also der Bundesrat für bestimmte Abfälle die Verwertungspflicht. Und jetzt kommt der Artikel 12 VVEA und sagt, alle Abfälle müssen verwertet werden. Er sagt uns nicht welche. Und die Botschaft sagt, das BAFU gibt eine Vollzugshilfe dafür. Daraus hat die VVEA offen gelassen. Leider offen gelassen hat sie das Ende der Abfalleigenschaft.
Ende der Abfalleigenschaft ist extrem interessant für diesen Re-Entry in die freien Märkte. So, und jetzt klar hoffe ich, dass ich mit diesem kurzen Überblick nicht zu trocken hier gewesen bin und Ihnen ein bisschen habe vermitteln können, dass das öffentliche Recht nicht nur Sie beschränkt in Ihrer Tätigkeit, sondern Ihnen auch Optionen bietet und Marktchancen eröffnen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Grüezi mal, Herr Patrick van der Hagen. Er sieht mehr Chancen als Grenzen. Da ist der Recycling-Promoter, nenne ich Sie jetzt mal. Viel Vergnügen! Wir haben einen Aushub. Da hat man eine riesige Menge, aber eine relativ kleine Umweltbelastung. Und bisher haben immer alle sich nur um UBP pro Tonne und Menge etc. Und was eigentlich viel wichtiger ist, dass die Multiplikation von diesen beiden ist eigentlich die Umweltauswirkung, die wir in der Schweiz von einem gewissen Abfallstoff haben. Und das sieht dann so aus. Wenn man das noch nach den drei Sektoren Industrie, Bau und Haushalt zusammenzählen, kommt man zum Schluss, dass die Bautätigkeit mit Abstand die grösste Umweltauswirkung hat in der Schweiz. Wir haben in den letzten fast 25 Jahren über 12 Millionen Tonnen insgesamt rezykliert. Was haben wir dabei gelernt? Zuerst mal ist Recycling wirklich technisch möglich. Heutzutage sowieso. Wir haben gezeigt, dass wir es auch schon vorher können. Es ist auch ökonomisch sinnvoll. Sie können nicht 25 Jahre lang etwas subventionieren. Das hält keine Firma aus. Es ist ökonomisch ein tragbares System. Es ist ökologisch sinnvoll und am Schluss auch noch volkswirtschaftlich positiv. Jetzt gibt es aber noch ein paar Voraussetzungen, die man muss berücksichtigen. Und ich habe mir einfach ein paar Voraussetzungen hier angeschrieben. Der Wille muss bestehen, das ist hier in diesem Saal sicher unbestritten. Aber wir haben auch noch das gegen uns zu kommunizieren. Der Einsatz von der besten Technologie muss gewährleistet sein. Wenn wir eine Anlage bauen, dann bauen wir nicht den Stand der Technik, dann bauen wir den Stand der Technik von übermorgen. Etwas weiteres, was ich auch gerne noch ein bisschen würde mehr haben, ist eine Vorbildrolle von der gesamten öffentlichen Hand. Weil das Bundeshaus ist aus der Stadtmauer von Bern erbaut. Also haben wir hier schon mal Urban Mining. Das werden wir nicht neu erfinden. Mehr Chancen als Risiken. Herzlich willkommen, da ist der Thomas Merz. Ich freue mich sehr, Sie hier heute in Baden zu begrüßen zu dem Anlass Blickpunkt Baustoff Recycling Schweiz. Der Vorstand und ich auch persönlich, wir sind überwältigend, wie viele Leute unserer Einladung gefolgt sind. Ich möchte hier den Referenten ganz herzlich danken. Ich möchte auch die Gelegenheit hier nutzen von Seite des ARV, wo uns im Namen des Vorstands den Sponsoren ganz herzlich zu danken. Ohne die wäre der erste Anlass in diesem Rahmen nicht möglich gewesen. Es ist mir aber auch ein Anliegen, herzlich Danke zu sagen unserem ARV-Team, wo mit viel Herzblut und Einsatz das Team um Helen Sigristum den Anlass vorbereitet haben und ich glaube, Ihnen, auch wenn wir noch keinen Apéro haben, Ihnen gebührt einen herzlichen Applaus. Chancen und Grenzen von der Wiederverwertung, das ist mir spontan eingefallen. Klar, Chancen, Chancen nutzen, Grenzen sprengen oder Grenzen überschreiten oder Grenzen neu setzen, ist auch etwas, wo wir uns im Rahmen des Generationenwechsels, Verband ARV im Moment am Machen ist, auf Fahnen geschrieben haben. Der ARV nutzt die Chancen immer wieder, sie vom Nutzen von diesem Verband profitieren zu lassen, dass sie einen effektiven Mehrwert haben. Auch in Zukunft werden wir Mehrwert schaffen und für das wird sich der Vorstand im Rahmen von seiner jährlichen
Klausurtagung morgen ebenfalls hier in Baden treffen, die strategische Ausrichtung definieren, die Herausforderungen sichten und Lösungswege suchen. Und so ist mir auch heute eine besondere Freude, Ihnen den neuen Geschäftsführer vom ASV vorstellen. Laurent Adergon. Laurent Adergon ist 45 Jahre alt, hat einen, auch für mich persönlich einen hochinteressanten Ausbildungsweg eingeschlagen als Chemiker und Bauingenieur, hat sehr viel Praxiserfahrung sammeln in der Bauunternehmung, aber auch im Ingenieurunternehmen ist tätig im Bereich Beratung und Coaching. Der Laurent Adergon ist mehrsprachig insbesondere. Im Laurent Adergon haben wir einen kompetenten Nachfolger gefunden, der am 3. Oktober wird die Arbeit aufnehmen, die Geschäftsstelle im Schlieren und sich schrittweise wird in die Thematik reinschaffen. Angedacht ist, dass er dann am 1.1.17 offiziell die Verantwortung als neuer Geschäftsführer vom ASV wird übernehmen. Wir haben die Botschaft Best of Recycling Schweiz, die haben wir mit der Marke ASV transportieren. Sie haben vielleicht festgestellt, der Name ASV bedeutet ja etwas historisch. Und bis heute, also bis zu der letzten Generalversammlung, ist das Ausdeutsch gewesen, was das heisst. Und wir haben gesagt, das Wort ASV ist so ein starkes Label, das haben wir beibehalten. Wir wollen aber, wie die Firma Eberhard ja auch, den Stand der Technik gebaut von der nächsten Generation, haben wir gesagt, wir wollen etwas gegenübertragen mit Best of Recycling Schweiz, das eben zukunftsorientiert ist, auch für die nächste oder für die übernächste Generation. Und das haben wir anders visualisieren, mit den gleichen drei Buchstaben und den gleichen Farben. Blickpunkt Best of Recycling Schweiz wollen wir nächstes Jahr wieder machen. Wie gesagt, das Datum ist noch nicht bekannt, aber es wird im gleichen Zeitraum stattfinden. Und ich werde an dieser Stelle noch einen zweiten Programmhinweis geben, und zwar auf die Generalversammlung 2017. Dort wissen wir das Datum. Die findet statt am 6. April. Ich freue mich auf viele gemeinsame Herausforderungen, auf Chancen zu nutzen, Grenzen zu überschreiten oder zu versetzen. Und ich danke an dieser Stelle noch einmal allen Podiumsteilnehmer und Referenten vom heutigen Anlass.